Ich sehe einen Soldaten. Er sieht aus wie ein antiker Grieche. Ich glaube, er greift Herrn Cheng an. Okay. Ich sehe wieder Herrn Cheng. Was macht er? Er macht etwas mit einem Messer. Ich glaube, er schnitzt etwas in sich hinein. Was ist damit? Dieser Cheng. Er schreibt etwas in sein Bein. Durch sein Fleisch. So, jetzt gucken wir einmal. Ein Soldat, glaube ich. Er ritzt etwas in sein Bein, durch sein Fleisch und in seinen Knochen. Großer Gott. Kann es sein, dass sein Knochen der ist, den wir die ganze Zeit suchen? Das ist das Rezept hier. Ich glaube, ich weiß, was er in sein Bein geritzt hat. Das Rezept. Für Hauma. Das Getränk, das ewiges Leben schenkt. Er hat es gestohlen. Das Rezept ist verloren, Judith. Aber der Knochen existiert noch. Also praktisch, und er ist die einzige Kopie des Rezepts. Und du warst es, die ihn gefunden hat. Oh, shit. Eieiei. Also gehört der Knochen, den wir gefunden haben, diesen Cheng? Wie makaber ist das bitte? Und ist das dann, das ist, hier fehlt der Knochen, das ist wahrscheinlich Cheng, ne? Ist dieser tote Körper Cheng? Ja. Er wurde getötet. Und der Vogel hat das geklaut? Ich sehe einen Vogel. Einen Raben? Ja, ich glaube schon. Er trägt etwas. Aber was für ein Zufall ist es, dass ein Rabe gerade den Knochen klaut? Ich sehe eine Art Turm. Er ist ein zoroastrischer Turm des Schweigens, ein Dachma. Eine Stätte der Dekanation, die die Perser vor langer Zeit erbaut haben. Das ist wieder dieser Soldat. Er starrt den Raben an, er scheint wütend auf ihn zu sein. Ein leeres Glas liegt zu seinen Füßen. Er hat Hauma getrunken und ist unsterblich geworden. Aber was ich nicht verstehe, wenn Cheng das Hauma getrunken hat und theoretisch unsterblich ist, wieso ist er trotzdem gestorben? Oder meinen die halt in dem Sinne, solange du nicht von irgendjemandem umgebracht wirst, lebst du einfach weiter, dass der Alterungsprozess dann aufgehalten wird, ne? Ich sehe ein junges Mädchen. Sie hat dieses Hauma in der Hand, glaube ich. Ist sie mit diesem Soldaten zusammen, seine Freundin vielleicht? Sie sieht glücklich aus, sie wird gleich dieses Hauma trinken und danach wahrscheinlich unsterblich sein. Sie sieht dieser Nasim ein bisschen ähnlich, ne? Eine schöne junge Frau. Ist sie mit diesem Soldaten zusammen, seine Freundin vielleicht? Guck, sie sieht ihr ähnlich, ne? Sind du und diese schöne Frau eine Person? Ja, Judith, ich wusste es. Das bin ich, das ist Dasim, vor über 2000 Jahren. Ach, du Kacke. Ich habe Hauma getrunken. Du bist also auch unsterblich, ja. Krasomatico. Da haben wir ja schon zwei Leute, ne? Was ist hier? Also der Knochen selbst ist gar nicht so wichtig. Es sind die Ritzereien, die alle interessieren. Leider kann ich sie nicht lesen. Und ich auch nicht. Judith Mapp wird mehrere Wochen brauchen, um alles zu entziffern. Aber wenn er den Knochen hat, wird er damit Erfolg haben. Das steht fest. Aber was ich nicht verstehe, wenn Mapp tatsächlich auch schon so alt ist, bedeutet das ja, dass er Hauma getrunken hat. Wozu braucht er das Rezept für Hauma? Wenn er selbst ja schon unsterblich ist. Das verstehe ich nicht. Der Rabe hat etwas gestohlen. Ja, den Knochen, ne? Der Rabe, er hat den Knochen gestohlen. Genau das, Judith. Wurde er getötet? Ja, wurde er bestimmt von dem Soldaten. Cheng wurde von dem Soldaten getötet. Du bist auf der richtigen Spur, Judith, aber vorher musst du noch etwas herausfinden. Wer ist dieser Soldat? Oh, sag nicht, dass es Mapp ist. Oh,
Er sieht ihm sogar ähnlich mit dem Schnauzer. Dieser Soldat ist das. Ja, das ist Maximilian. Und ja, er hat Hauma getrunken. Das heißt, sie ist seine Freundin oder Frau oder was auch immer? Map ist also wirklich unsterblich? Ach, atmet aus, ja. Hier hat seine Reise begonnen. Grassomatico. Hier haben wir die zwei Kandidaten. Aber was ist mit dem Knochen? Und Sheng? Dann haben wir noch Blandina. Ich verstehe das nicht. Wenn Map unsterblich ist, warum braucht er dann den Knochen? Genau meine Frage. Er braucht ihn nicht für sich. Er will seine Macht. Also kennt er das Rezept nicht? Er kannte es früher. Aber der Speichel meines Frosches hat das rückgängig gemacht. Map hat versucht, es wiederherzustellen. Viele Male. Und er scheiterte. Hauma ist nun im Strudel der Zeit verloren. Sie haben es nie wieder entdeckt. Der Rabe? Der Rabe hat seinen Knochen gestohlen, das weiß ich schon. Der Rabe, okay. Wie ist der Knochen vom Raben zu Schwester Blandina gekommen? Ich glaube, mir fehlt da etwas. Ich weiß es auch nicht, Judith. Und ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, das zu wissen. Okay, also sie weiß nicht, wie das vom Raben zu ihr gekommen ist. Haben die beiden miteinander zu tun? Ja, Sheng war mein Kung-Fu-Meister. Ah ja. Aber das ist eigentlich nicht wichtig für deine Reise. Aber letztendlich, wenn sie mit ihm zu tun hat, ja? Also, wart ihr ein Paar? Ja. Das ging schnell. Ich habe ihn geliebt. Wir haben Hauma getrunken, zusammen. Aber kurz danach wurden wir Feinde. Okay. Gibt es eine Verbindung zwischen Sheng und Map? Ja. Sheng war Maps Kung-Fu. Ach, die waren beide Schüler von dem. Aha, okay. Wurde er getötet? Ja, wurde er ja von ihm, ne? Ich glaube, Herr Sheng wurde getötet von Map. Ja. Das wurde er. Er wollte seinen Beinknochen. Richtig. Aber er hat ihn nicht bekommen. Ja. Gut kombiniert, Judith. Ich glaube, es gab wieder eine Veränderung. Okay, es geht jetzt weiter. Ah, jetzt kommen wir bei den Nonnen an. Oh, das ist sie schon wieder mit dem Frosch. Und er ist es auch. Und wo kommen jetzt plötzlich diese Nonnen her? So random. Ich sehe ein großes Schiff. Das war in Konstantinopel vor etwa 600 Jahren. Über 2000 Jahre nachdem Sheng getötet wurde. Map und ich haben uns auf diesem Schiff getroffen. Es sollte diese Nonnen nach Europa bringen. Ich glaube, du bist auch da, Nasim. Ich glaube, gleich springt ein Frosch auf Map. Ach, das war der Moment, wo der Frosch auf den losging? Da ist wieder Map, glaube ich. Er sieht aus, als wäre er schon viel gereist. Oh ja, das ist er. Ich sehe drei Nonnen. Sie halten einen Knochen hoch. Ist eine davon Schwester Blandina? Warte mal. Das sind drei Nonnen mit einem Knochen. So, da muss ja eine dieser Nonnen ist Schwester Blandina, oder? Ja, genau. Okay, dann... Das ist also dein magischer Frosch, richtig? Ja, ich habe ihn seit vielen Jahrzehnten. Du hast Map mit deinem Frosch angegriffen. Richtig. Du konntest Map nicht mehr leiden. Nicht mehr leiden, so. Er wurde wahnsinnig. Über Jahrhunderte habe ich gegen ihn gekämpft.
In diesem Moment dachte ich, ich hätte ihn erledigt. Ich warf ihn über Bord. Aber er hat überlebt. Ich weiß nicht wie. Ja, bestimmt durch diese Schwester Blandina. Ich frage mich, ob Schwester Blandina wusste, dass Mab unsterblich ist. Ich bezweifle es. Der Knochen des Raben und der Nonne ist derselbe Knochen, richtig? Das ist richtig. Aber was ist das für ein Zufall? Schwester Blandina fand also den Knochen, den der Rabe gestohlen hatte, und brachte ihn nach Europa. Ach so, sie hat ihn mitgenommen. Aber trotzdem, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Ein weiteres Portal. Okay. Ey. Alle sind unterschiedliche Wege gegangen. Ich sehe dich, Nassim. Du gehst nach rechts. Ich glaube, ich kann die Nonnen im Hintergrund erkennen. Es scheint, als hätten Mab und ich beide nicht mitbekommen, wo sie hingegangen sind. Wir haben fast ein Jahrhundert gebraucht, um herauszufinden, dass Schwester Blandina den Knochen in München versteckt hat. Verrückt. Das ist Mab. Er schaut nach links und geht weg. Also haben sich eure Wege getrennt? Ja, wir sind in verschiedene Richtungen gelaufen. Ich dachte, der Kampf sei vorbei, aber das war er nicht. Und hier und jetzt treffen wir uns wieder. Wer hat denn das Bild gemalt? Aber dieses Mal werde ich gewinnen. Das interessiert mich als jemand, der ja die ganze Story wusste, ne? Was war das? Du hast es geschafft, Judith. Und du hast es gesehen, Judith. Das ist meine Geschichte. Du kannst zu mir zurückkommen, wann immer du willst. Okay. Habe ich irgendwas übersehen? Ich finde es immer so seltsam, wenn man hier noch drin bleiben darf. Heißt das, man kann etwas noch finden? Und hier fing das an. Aber wer hat ursprünglich dieses Rezept überhaupt? Wo kommt das her? Nassim ist unsterblich, weil sie Hauma getrunken hat. Das behauptet sie zumindest. Die Nonnen fanden den gestohlenen Knochen und brachten ihn nach München. Ich verstehe das nicht. Wenn Mab unsterblich ist, warum braucht er dann den Knochen? Er will seine Macht. Okay. Das Ende meines Traums. Willst du zu mir zurückkommen, Judith? Ja. Willkommen zurück. Das war unglaublich. Alles okay. Alles okay zwischen uns? Ja, ja, das ist es. Ich denke, ich glaube dir. Das ist die einzige Erklärung. Danke, dass du mir deine Welt gezeigt hast. Jibei. Verdammt, ich habe ihn völlig vergessen. Schlechte Idee, deinen kleinen Bruder zu vergessen. Jibei, sorry, ich hatte so viele Dinge zu tun. Ist alles in Ordnung? Nun, was denkst du denn? Oh no. Wo ist Jibei? Du weißt es, Judith. Beleidige ihn, töte ihn, glaube ihm nicht. Ich glaube ihm schon sehr, sonst würde er ja nicht anrufen. Ich beleidige ihn. Piep, 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 piep. Schrei so viel du willst. Du hast meinen Bruder nicht gekidnappt. Nein, du bist nur ein verdammter Spinner. Oh, du benötigst Beweise? Kein Problem. Judith, hilf mir, bitte. Sie sind bewaffnet und die Polizei steckt auch mit drin. Ark. Und? Ich habe keine Wahl. Wo treffen wir uns? Wittelsbacher Brücke mit dem Knochen. Ich bringe JB mit. Lass mich nicht warten, Judith. Ah. Toll. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Ja, die sieht voll gechillt aus. Naja, wenn man ein paar tausend Jahre alt ist, denkt man wahrscheinlich sich... Nichts kann einen wirklich vom Hocker hauen. Was soll ich tun, Nassim? Was auch immer du tust, gib ihm nicht den Knochen, Judith. Aber ich muss meinen Bruder retten. Ich muss mir also was einfallen lassen, ne?
Inni ist etwas eingeritzt. Ich frage mich, was das bedeutet. Könnte ich das theoretisch lösen? Wenn ich theoretisch das löse und das Hauma trinke. Ah, wenn er mich erschießt, bin ich trotzdem tot, ne? Hätte ja sein können. Ach, ich probiere nur zur Sicherheit. Manchmal weiß man ja nicht. Ich bin schon im Besitz dieses Knochens, aber es bringt mich auch nicht wirklich weiter. Gut, ich muss gehen, Asim. Es tut mir leid. Tu's nicht, Judith. Tut mir leid. Die sieht so gechillt aus. Das irritiert mich die ganze Zeit. Ich könnte theoretisch noch woanders hin. Zu Hause ist er nicht, ne? Hätte ja zu schön, um wahr zu sein. Nee, er ist tatsächlich nicht hier. Hiermit kann ich auch nichts mehr machen, ne? Ja, ich habe alles erledigt, was ich machen musste. Und JB ist wirklich nicht da, also wurde er wirklich entführt und ja. Kann man hier noch was machen? Nee. Und da? Vielleicht könnten wir Dora um Hilfe bitten. Die ist aber wahrscheinlich auch nicht mehr hier, ne? Nee. Ich checke nur alles nochmal aus. Nee, hier auch nichts mehr. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Da gehen wir nicht mehr hin. Hier könnten wir theoretisch nochmal hin. Hier haben wir immer noch das Stahlkabel. Mülleimer, Weihwasser. Und da können wir nicht mehr hin. Okay. Dann habe ich wenigstens ein gutes Gewissen, dass ich alles abgecheckt habe. Und dann geht's. Es war die richtige Entscheidung zu kommen, Judith. Judith, bitte. Ah, du Piep. Verdammter Bastard. Beleidige ihn, sprich mit dem Polizeipräsidenten, hilf JB, wirf den Frosch. Map-Knochen geben. Ich werde ganz sicher nicht den Knochen geben. Hilf JB. JB, halte durch. Gib ihm einfach, was er will, Judith. Er bläst mir das Hirn weg. Oh nein. Mach schon. Sprech mit dem Polizei. Chef, wie konnten Sie nur? Wie konnte ich was? Steht die Polizei etwa über dem Gesetz? Steht Map über dem Gesetz? Oh ja. Steht er. Piep, wie konnte ich jemals für so jemanden arbeiten? Jetzt halt endlich den Mund und gib mir den Knochen. Judith, vielleicht. Hm? Er ist ja eigentlich auch dagegen, ne? Tap, tap, tap. Aufhören, jetzt. Die sieht so fröhlich aus. Was zum... Nasim. Lange nicht mehr gesehen. Du Dreckstück, du hast mich verraten und wagst es hier aufzutauchen? Ich bin immer zur Stelle, wenn es brenzlig wird, Max. Warum sollte ich euch nicht gleich beide erschießen? Der Knochen. Jetzt. Charlie-Knochen geben, Map ablenken, frag nach Nasims Frosch. Also ich könnte Charlie den Knochen geben, weil eigentlich wollte er ihn ja auch kaputt machen. Ich frag nach dem Frosch. Ernsthaft, Judith? Denkst du, ich bin so dumm? Ich bin darauf schon einmal hereingefallen. Ich habe vorgesorgt. Verdammt, sogar die deutsche Polizei ist besser auf den Angriff eines Frosches vorbereitet. Mach dich nicht lächerlich. Kann ich ihn ablenken? Das ist halt die Frage. Ich probiere es mal mit Charlie. Ich weiß, ich vertraue immer den falschen Leuten, aber ich irgendwo tief im Inneren hoffe ich, dass Charlie nicht gelogen hat bei dem, was er gesagt hat. Charlie hat versucht, mir etwas zu sagen. Ich vertraue Charlie. Vertraust du Charlie, Map? Natürlich tut er das. Ich gebe ihm den Knochen. Du bleibst, wo du bist. Einverstanden. Charlie, Bewegung. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob das die richtige Entscheidung war. Okay, gib mir endlich den Knochen. Nicht. Aufhören zu reden, anfangen zu tauschen. Ich flüstere zu ihm. Was zum Teufel ist los, Charlie? Er muss schießen. Was? Ich habe das unter Kontrolle. Sorge dafür, dass er schießt. Jetzt.
Ich sagte, tu es endlich. Was soll ich tun? Bleib täuschen. Ich soll Charlie also den Knochen geben, ja? Ja. Tut mir leid. Das werde ich nicht tun. Du Irre. Hör auf, mit uns zu spielen. Ich zähle bis 10. Stell meine Geduld nicht auf die Probe, Judith. Mach schon, du Piep. 10. Oh nein. Was ist dein Plan? Er muss schießen. Ich weiß, was ich tue. Gib mir endlich den Knochen. Ich schicke ihn zurück. Charlie geht zurück. Was? Du bist dumm, Judith. Nein! Spielen wir jetzt Reise nach Jerusalem, oder was? 9. Er sagt, er muss schießen. Kann ich ihn ablenken? Nochmal? Ja, nochmal. Das gibt's doch nicht. Er war doch gerade da. Verarsch uns nicht, Judith. Ich muss sie ein wenig ablenken, dann lassen sie es mich vielleicht noch einmal versuchen. 8. Okay, ablenken. Sag. Sprich über deine Vergangenheit, sprich über seine Vergangenheit, sprich über Knochen, frag Dr. Jäger. Worüber sollte ich reden? Sheng, du hast einen Menschen getötet aus purem Eigennutz. Oh, das war nicht der erste und nicht der letzte. Ich bin seit mehr als 2000 Jahren auf dieser Erde, Judith. Erzähl mir nichts von Moral. 7. Du hast eine Frau verlassen, die du geliebt hast. Wegen diesen Knochen. Gib auf, Map. Warum gibst du nicht auf? Oder du, Nasim? Ich habe dich nicht verlassen. Du weißt, dass wir als Unsterbliche nicht zusammenbleiben konnten. Und wir wollen den Knochen nicht für uns. Wir wollen, dass er zerstört wird. Hahaha, Nasim. Ich kenne dich. Du hast es auch getrunken. Lüg mich nicht an. Ich habe dich geliebt und du hast mich verraten. 6. Oh nein. Andere Dinge sind im Moment wichtiger. War das schon bekannt, als ich im Dienst war? Map und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Sie wären kein Problem für uns gewesen, wenn sie ihre Nase nicht in die Sache gesteckt hätten. 5. Okay, er lässt mich das nochmal mit Charlie machen. Ich will nicht mehr. Gib mir endlich den Knochen. Nicht. 3. Er sagt, er soll schießen. Nein, erzähle die Wahrheit über Charlie. Sprich über Knochen. Was soll ich ihn fragen? Oh, was war mit meinem Großvater? Warum hat er sich auf die Suche nach dem Knochen gemacht? Er hat es fast bis zum Glockenturm geschafft. Er hatte die meisten Hinweise in seinem Tagebuch. Stimmt. Warum er? Die Antwort steht direkt neben dir, Judith. Du? Er liebte mich. Ich habe ihm zu viel erzählt. Ich habe ihm zu viel gegeben. Es ist deine Schuld. Du hättest ihn aus der Sache heraushalten können. Er wurde bei der Suche völlig manisch und wäre uns fast zuvor gekommen. 2. Meine Geduld ist fast am Ende. Warum bringst du mich nicht gleich um? Ich mag dich. Du hast mir sehr geholfen. Und um ehrlich zu sein, wenn wir den Knochen haben, gibt es immer noch genug zu tun. Und du hast erreicht, was weder wir noch dein Großvater geschafft haben. Vertraue ihm nicht. Du hast ihn schon genug getäuscht. Er wird dich nicht gehen lassen, Judith. 1. Oh nein. Seufz, okay. Wir beenden die Sache jetzt. Oh no. Charlie.
Charlie! Hat er das jetzt zerstört? Also meinte er es wirklich ernst. Ich fühle mich so schlecht, dass ich so gemein zu ihm war. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, Walde. Ruhest du auch? Charlie, was ist, also, aber Charlie. Also war es richtig, dass ich ihm vertraut habe, ne? War es das? Hätte es eine andere Möglichkeit gegeben? Dass alle überleben, dass Charlie nicht sterben muss? Aber letzten Endes, der Typ hätte so oder so geschossen, oder? Entweder wäre mein Bruder tot, oder wir wären tot, oder es hätte halt Charlie erwischt, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit ihm irgendwie reden könnten. Aber Charlie... Ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich ihn vorher so zusammengeschlagen habe. Aber hey, beim ersten Mal habe ich schon versucht, ihm zu vertrauen, aber das Spiel hat mich halt nicht gelassen, ne? Es wollte mir dieses eklige Gefühl dalassen, dass wir ihn eigentlich auf dem Gewissen haben, ne? Weil wir auf ihn gehört haben. Aber er hatte das wohl von Anfang an vorgehabt, ne? Uns halt, ja. Ja. Auf diese Art und Weise halt den Knochen zu zerstören. Weil er hatte die Granate ja schon zur Hand, ne? Also hatte er das wirklich die ganze Zeit schon vorgehabt. Früher oder später wäre es halt passiert. Aber er hat im Grunde sozusagen sein Leben für uns geopfert, ne? Für die, und um halt den Knochen zu zerstören. Oh, ich finde das jetzt so traurig. Ja. Ja, aber ich muss jetzt muss ich ja irgendwie so ein Abschlusswort sagen. Ich fand das Spiel spannend. Teilweise habt ihr gemerkt, es waren halt zwei Rätsel, an denen ich mir ziemlich, ja, ich kam mir ziemlich dumm dabei vor. Das eine war ja das mit der Platte, wo ich das Gefühl habe, ich habe dort, also ich habe nicht verstanden, warum ich da einen Volltreffer gelandet habe. Das war Zufall. Ja. Und ich hatte das Gefühl, da hätte man noch mehr rausholen können. Oder vielleicht haben die Hersteller das ja auch so gemacht, dass man da, dass man so ein Gefühl danach hat, ne, dass es extra so gemacht wurde. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich das, ja, nicht ganz gelöst habe, das Rätsel, dass man mehr rausholen konnte. Und halt das auch mit dem Glockenspiel, da habe ich das ungefähr gecheckt, aber trotzdem, ja, kam ich halt nicht auf das Ergebnis. Vielleicht hätte ich da länger dran sitzen müssen, ne? Ich war dazu ungeduldig. Ich habe dann halt einfach die simpleste Variante genommen, um einfach die ganzen Ziffern durchzuprobieren. Dauert halt nicht so lange wie das andere, ne? Da bin ich ein bisschen zu faul gewesen, da bin ich selber schuld. Aber so ungefähr habt ihr es ja gecheckt, ne, wie das funktioniert hat. Beim zweiten Rätsel wusste man wenigstens, was man tun muss. Beim ersten war es wirklich so ein, ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich anfangen soll zu raten. Ja, aber von der Story her, ne, also wie gesagt, hat mir gefallen. Auch einfach mal schön, auch ein Spiel zu sehen, das tatsächlich in Deutschland spielt. Ich selber wohne nicht in München, aber ich war da schon mehrmals zu Besuch, habe da auch Bekannte und ich finde die Stadt auch schön. Und es war halt schön, was Bekanntes halt einfach in einem Spiel zu sehen, ne? Und ich mochte halt diese Kombination zwischen so ein bisschen Visual Novel und auch halt Rätseln, so ein bisschen Click and Point, was ja irgendwo auch auf meinen YouTube-Kanal auch zutrifft, ne? Ja, genau. Ich glaube, ich habe soweit alles gesagt. Also die Personen waren auch sehr sympathisch, muss ich sagen, hat mir gefallen. Ja, und ich würde auch gerne mehr davon sehen. Wenn es das gibt, vielleicht eine Fortsetzung, irgendwas Neues. Ich fand das auch super spannend mit der Geschichte mit Hauma, dass es sich am Ende sozusagen dann geöffnet hat, dass die Personen wie dieser Map und halt Nasim tatsächlich in diesen Bildern schon aufgetaucht sind. Ich habe jetzt nicht so weit gedacht. Das fand ich auch super spannend, dass das so ein kleiner Aha-Moment dann auch entsteht, ne? Also storytechnisch nicht schlecht, ne? Genau. Gut, ich glaube, das war es dann soweit. Und ja, leider muss ich mich dann auch schon verabschieden, ne?
dann ist das Projekt doch schon beendet. Und ich bin gespannt, wenn dann mal wieder was Neues kommt, ne? Auch gerne mal wieder von diesem Hersteller. Okay, Leute, ich würde dann wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.